Moin Moin und ein herzliches Willkommen hier mal wieder zurück zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Und ihr seht schon im Hintergrund, wir sind heute in keiner Karriere unterwegs. Wir sind endlich wieder in FIFA 17 Ultimate Team am Start. Und wer meinen Teamnamen da oben schon gesehen hat, der kann sich so einigermaßen denken, worum es hier heute in diesem Video geht. Denn ihr habt euch gewünscht, dass ich eine Road to Glory in FIFA 17 starte. Jetzt sind wir mittendrin. Und ich habe so ein paar Fragen. Ich habe bisher ja noch nie eine Road to Glory gestartet. Deswegen weiß ich noch nicht ganz genau so, wie ich das aufbauen möchte. Ich habe schon überlegt, man könnte es so machen, alle Münzen, die man erspielt. Davon darf man sich nur Packs kaufen. Man kauft sich am Anfang irgendwelche Bronze-Packs. Danach steigt man auf Silber-Packs. Und danach geht man irgendwie auch Richtung Gold-Packs. Da weiß ich gar nicht ganz genau, wie ich das halten soll. Dann könnte man das so machen, dass man sich nur Spieler kaufen darf. Aber da auch irgendwie von Bronze zu Silber zu Gold muss. Ich weiß nicht, wie ihr euch das unbedingt wünscht. Deswegen schreibt mir ganz, ganz viele Kommentare. Like die Kommentare hoch, die euch gefallen. Like dieses Video, wenn es euch gefällt. Wenn ihr Bock habt auf so eine Road to Glory, ihr seht hier die Mannschaft, die wir derzeit haben. Ich werde da jetzt einfach mal ein paar Leute einwechseln, die hier wenigstens einigermaßen in die Mannschaft passen. Okay, und das ist ungefähr das Team, was daraus jetzt geworden ist. Wir haben bisher zwei orangene Links. Sonst haben wir bisher gar nichts. Auch nicht unbedingt die Spieler, die hundertprozentig auf die Position passen. Haben wir hier einen Spieler, der irgendwie in Richtung 4-Sterne-Skills geht. Ich denke mal, das haben wir auch noch nicht im Kader. Das wäre zum Beispiel schon eine gute Verbesserung. Haben wir bisher noch nicht. Wie gesagt, das Beste ist bei uns bis jetzt ein 3-Sterne-Skiller, das ist der Stürmer und unser linker Flügel. Und ich weiß auch noch nicht ganz genau, wie viele Spiele soll ich eigentlich in einer Folge machen. Soll ich 2 machen, soll ich 3 machen? Da müsst ihr euch auch mal entscheiden. Und ich habe auch noch in Planung eine andere Serie in FIFA Ultimate Team, die so ein bisschen ähnlich aufgebaut werden soll wie Steal or No Steal von Pro Owns, wenn ihr das kennt. Und da möchte ich allerdings irgendwas mit Talenten machen, mit irgendwelchen jungen Spielern. Ich weiß aber noch nicht, wie ich das aufbauen kann. Falls ihr da auch Ideen habt, schreibt es mir in die Kommentare. Also ich möchte heute unter diesem Video ganz, ganz viele Kommentare sehen, wie ihr euch das Ganze vorstellt. Und ich denke mal, ich habe jetzt eigentlich alles gesagt. Ich gehe jetzt einfach erstmal in die ersten Spiele rein. Ich denke mal, heute werde ich 3 Spiele machen. Und dann schauen wir mal, wie das endgültig aussehen wird. Wir suchen uns jetzt unseren ersten Gegner. Der Gegner ist gefunden und ich bin richtig gespannt und ich sehe schon, der Torwart ist eine Legende. Ich weiß gar nicht, wie heißt der nochmal? Ich habe den Namen von ihm schon wieder vergessen, aber ich kenne ihn und weiß, dass er in FIFA 16 unglaublich OP war. War für mich der beste Keeper, den ich überhaupt getestet habe. Deswegen wird das auf jeden Fall richtig interessant mit unseren Bronzestürmern. Ich gebe auf jeden Fall mein Bestes. Alle Spiele, die ich mache, sind eigentlich auch immer Ligaspiele. Ich denke mal, das ist am sinnvollsten und wir versuchen einfach mal hier irgendwie Richtung Liga 1 zu kommen. Ja, und das war schon mal ein guter Start. Nichts klappt. 1:0 für den Gegner. Okay, ich muss mich wohl erstmal an diese Spieler ein wenig gewöhnen. In der Defensive klappt hier nichts. Alle sind am Ball vorbeigerauscht und es steht 1:0 nach 4 Minuten. Bester Start, den ich jemals hatte. Und riesige Chance auf den Ausgleich. Unser Stürmer denkt sich, oder das war so unser linker Flügel, das war unser Goldspieler, denkt sich, warum sollte ich den reinmachen, wenn ich das noch spannend lassen könnte und er rennt jetzt auch noch weg. Ich glaube es ja nicht. Nächster Schuss und da haben wir die erste Parade. Seaman ist das, glaube ich, bin mir aber nicht sicher. Schöne Parade auf jeden Fall. Jetzt aber mach den doch wenigstens mal rein, danke. Und das war wieder nur mega knapp. Unglaublich verdient. Ich glaube, der Gegner hat einen Schuss und wir 10 bis 15 Schüsse. Und jetzt machen wir endlich das 1-1. Danke, danke, danke. Und das war auch wieder ein bisschen Glück, weil die da wieder so viel Tempo rausgenommen haben. Jetzt aber mach ihn, mach ihn, mach ihn, mach ihn, mach ihn. Bitte, Jungs, bitte kriegt es hin. Und dann gehen wir in Führung. Unglaublich verdient. Wohl die verdienteste Führung, die FIFA je gesehen hat. Wieder was Seaman, wenn er so heißt. Ich habe immer noch kein einziges Mal den Namen gesehen. Ja, er heißt Seaman, sehe ich jetzt gerade am Ball und dann machen wir ihn doch noch rein. 1:0, nee, 2:1. Verzeihung. Ja, und Leute, dann gibt es natürlich die Gegner, die sobald sie das erste Mal hinten sind, direkt mal den Rage Quit wagen. Also das, solche Spieler kann ich gar nicht ab. Er ist das erste Mal hinten und hat noch den Anschluss, ihr seht es, und er Rage Quittet. Ich verstehe es überhaupt nicht und ich bleibe dabei. Solche Gegner kann ich nicht ab, die sollte EA auf jeden Fall auch ein bisschen höher bestrafen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass seine Internetleitung genau jetzt mal versagt. Ich glaube schon, dass es auf den Rückstand zurückzuführen ist. Ihr seht, wir waren die bessere Mannschaft. Der Sieg geht vollkommen in Ordnung und damit haben wir unsere ersten Coins und sehen uns in Spiel Nummer 2 wieder.
Der nächste Gegner ist gefunden und da sehen wir so eine kleine Bundesliga-Deutschland-Mischung. Zweite Bundesliga, dann noch ein paar Spieler, die da nicht reinpassen, wie der Linksverteidiger, der Stürmer und der Torwart. Aber im Großen und Ganzen hat zwar eine 69er Chemie, damit ist er auf jeden Fall besser bedient als wir. Aber im Großen und Ganzen denke ich, sollte das Ganze, das Team schlagbar sein. Und wir gehen jetzt direkt rein ins Spiel gegen Napoli FC. Genauso hießen wir einfach auch am Anfang. Oh, schön gespielt, schön gespielt. Jetzt ins kurze Eck und es klappt. Wir führen 1:0, 6 Minuten gespielt. Das ist ein besserer Start als im letzten Spiel. Ich weiß gar nicht, wer das ist. Ich kenne die ganzen Spieler auch noch nicht. Das ist bisher die Mannschaft, mit der ich am wenigsten gespielt habe. Wie gesagt, wir fangen jetzt gerade erst an. Ihr habt auch gesehen vorne im Verein. Es ist das allererste Spiel eben gewesen. Jetzt das zweite Spiel. Mariano Puig macht das 1:0 nach 6 Minuten. Guter Start. Und damit machen wir das nächste Tor. Ich weiß wieder nicht, wer das war, aber 17 Minuten gespielt. 2:0 ist auf jeden Fall ein guter Start. Wenn wir jetzt das nächste Spiel gewinnen sollten, dann könnt ihr mir auch schon mal in die Kommentare schreiben. Man kann ja auch irgendwie so machen, dass man für jeden Sieg nur einen Spieler verbessern darf. Und für jede Niederlage muss man wieder einen Spieler verschlechtern. Das wäre zum Beispiel auch ganz lustig. Das denn aber als Road to Glory Format aufzubauen. Also so, dass wir nicht irgendeinen Spieler des Gegners nehmen, so wie das bei Dennis Serie so ist, sondern uns dann einen Spieler selber aussuchen dürfen. Müssen wir einfach mal schauen, wie das Ganze so machbar ist. Jetzt legen wir nochmal direkt das nächste Tor hinterher. Leute, jetzt sind wir hier auf jeden Fall gut drin, wenn er hier mitgelaufen wäre. Schade. Und das ist die nächste Großchance hier. Wir gehen wieder alleine auf den Keeper zu und dann ist unser Stürmer sogar eiskalt, wie ich das lange nicht gesehen habe. Für eine Bronzekarte sensationell. Und nächster super Ball, wir haben die nächste Chance und das ist das nächste Tor. 25 Minuten gespielt, ich denke mal, das Spiel ist jetzt schon erledigt. Schön gespielt hier von unserer Mannschaft auch, wenn es da noch ein Foul war, schön gesehen vom Schiedsrichter auch, das Vorteil laufen sollte. Und dann eiskalt vor dem Tor, 4:0, richtig schöner Start hier in diese Road to Glory. Oh, schöner Pass, wir sind wieder durch. Jetzt nochmal den Verteidiger austanzen, stark gemacht, wieder ins kurze Eck und eiskalt vollendet. 33 Minuten gespielt, ich glaube hier, dieses Spiel sollte echt nicht mehr interessant sein. Der Gegner ist jetzt nicht ganz so stark. Wir machen das hier dann auch eiskalt im Strafraum und machen das nächste Tor. Gehen nochmal an der 2 vorbei ins kurze Eck. 5:0 nach 32 Minuten. Unglaublich geiler Start. Böses Foul hier direkt nach der Halbzeit. Wir hätten jetzt schon fast die Chance, hier das 1:0 zu machen. Es gibt die rote Karte. Okay. Ich weiß nicht, ob es unbedingt rot sein müsste. Es hätte ihm für mich auch gelb geben können. Okay, ich weiß nicht, was der Junge vorhat, aber er hat die ganze Zeit auf Zeit gespielt, spielt uns den Ball dann vor die Füße. Ich weiß es sowieso nicht. Wieso macht man bei einem 5:0 Rückstand Zeitspiel? Hat man als einzige Intention das Ziel, nicht mehr als 5 Gegentore zu bekommen? Ich weiß nicht. Mein Ziel wäre auf jeden Fall, ein Tor zu schießen, aber er hat es anscheinend nicht. Er versucht dann lieber hinten ein bisschen rumzuspielen und auf Zeit zu spielen. Jetzt steht es auf jeden Fall 6:0. Oh mein Gott, was macht der Junge? Was macht der Junge? Was macht der Junge? Was macht der Junge? 7:0, 58. Minute. Ich würde einfach mal sagen, damit das nicht zu langweilig wird, schneide ich jetzt einfach mal nichts mehr rein, sondern wir sehen uns einfach am Ende des Spiels wieder. Okay, Leute, das Spiel ist vorbei. Das Ganze hat aufgehört, indem er einfach nur noch den Ball vom Torwart zum Verteidiger gespielt hat. Also war nicht unbedingt das interessanteste Spiel. Wir gewinnen allerdings mit 13:0. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr hoher Sieg. Ihr seht ja auch Morrison, der wurde eingewechselt in der 80. oder so und hat noch 2 Tore geschossen. Also war auf jeden Fall richtig, richtig stark. 13:0 ist vielleicht sogar der höchste Sieg, den es jemals in der Road to Glory gab. Und das Entscheidende ist, das geht sogar in Ordnung. Also der Gegner hätte hier auf jeden Fall hoch verlieren müssen. Ihr seht hier, wie viele Schüsse wir hatten. Wir hatten sogar noch Pech, dass wir ein paar Mal den Pfosten getroffen haben. Also 13:0 Sieg, das ist ein souveränes zweites Spiel. Höchster Sieg vielleicht, den es jemals in der Road to Glory gab. Und dann gehen wir direkt ins Spiel Nummer 3. Und wenn wir das gewinnen, haben wir einfach schon mal den Aufstieg sicher. Der letzte Gegner der heutigen Episode ist gefunden. Und zwar hat er auch noch ein ganz normales Anfängerteam, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Was mir jetzt gerade noch eingefallen ist, ihr könnt einfach mal entscheiden, ob es diese Serie geben soll oder nicht. Ich habe oben rechts ein kleines i verpackt und da stimmt am besten mal ab. Wollt ihr eine Road to Glory sehen oder nicht? Ihr habt jetzt mal so einen kleinen Einblick gesehen. Wie gesagt, falls ihr wirklich eine sehen wollt, gehe ich auch auf die Kommentare ein, wird das so ein bisschen umwandeln, wie ihr das gerne sehen wollt. Deswegen, falls ihr ja drückt, könnt ihr natürlich noch auf einen Kommentar vielleicht einen Like geben, welcher euch sehr, sehr gut gefällt, damit ich da irgendwie weiß, ja, so wollt ihr gerne eine Road to Glory von mir sehen, weil ich kann leider
nicht wissen, wie ihr ganz gerne eine Road to Glory aufgebaut haben wollt. Wir versuchen jetzt einfach mal hier direkt wieder einigermaßen gut zu starten, aber das lief bisher jetzt eigentlich immer recht gut. Jetzt der Pass hier nach außen durch und dann kriegen wir schon die erste Chance. Da könnte man vielleicht ein bisschen mehr draus machen, aber war schon mal ein souveräner Beginn. Schöner Pass in die Spitze und da steht es wieder 1:0. Diesmal hat es allerdings 2 Minuten länger gedauert, 9. Minute, und wir machen das 1:0 und das Spiel will einfach nicht mehr weitermachen. Unser Spieler liegt auf dem Boden, jetzt steht er auf. Schöner Start mal wieder. Ich glaube auch, das ist ein neuer Spieler, aber ich habe gerade eben mal ein bisschen umgewechselt, weil die ersten Goldspieler da alle schon ein bisschen platt waren. Der Goldspieler im Mittelfeld und unser Goldspieler auf dem linken Flügel und unser Silberspieler im Sturm. Die spielen alle nicht mehr mit, 2 davon waren sogar direkt verletzt und ja, das ist sogar der, der direkt neu reingekommen ist. Oh, schöner Ball, das sieht auf jeden Fall ganz gut aus. Jetzt mal in die Mitte gehen, ihn außen nochmal sehen. Jetzt haben wir schon wieder unseren Italiener durch. Und der Italiener ist anscheinend hier auf Hochtouren unterwegs. 2:0, 17 Minuten gespielt. Aber er hat sein erstes Spiel auch direkt wieder, sein zweites Tor. Richtig schöner Start hier. Und er ist schon wieder durch. Unser Italiener ist einfach krass. Haut hier auf jeden Fall den lupenreinen Hattrick raus. Also, der ist auf jeden Fall on fire. 19 Minuten, 3:0. Und das ist dem Gegner dann auch zu viel. Der zweite Rage Crit des heutigen Tages. Da vorne ein souveräner 13:0 Sieg. Also, das läuft auf jeden Fall. Wie gesagt, alle 3 Schüsse waren sogar drin. Also sein Torwart hat nicht sonderlich viel gebracht. Aber unser Italiener, der war auch auf jeden Fall sehr, sehr stark. Eine 10,0er Bewertung. 3 Tore und ich glaube, er hat wahrscheinlich auch 3 Schüsse gemacht. Genau, alle zwei Dribblings sogar nicht erfolgreich. Aber das wäre es jetzt mit der ersten Folge dieser Road to Glory gewesen. Falls sie euch gefällt, lasst gerne ein Like da und stimmt oben rechts auf dem i ab. Wollt ihr diese Serie weiterhin sehen oder war das jetzt nur so ein kleiner Einblick und ich soll irgendeine andere Serie in FIFA Ultimate Team starten, kann ich natürlich auch machen. Das war jetzt auf jeden Fall ein ganz guter Beginn. Man sieht hier doch irgendwie seine Bilanz. Wie viel Toreschnitt steht da denn jetzt? Ja, ein souveräner Schnitt von 6 Toren pro Spiel, das ist auf jeden Fall auch nicht schlecht. Und ja, das wäre es dann auf jeden Fall von dieser Folge gewesen. Falls sie euch gefallen hat, lasst ein Like da, Verbesserungsvorschläge in die Kommentare, wie ich das ganz genau handhaben soll. Und oben rechts abstimmen, ob ihr eine Road to Glory sehen wollt oder ein anderes Format. Ich werde wahrscheinlich sowieso ein anderes Ultimate Team Format noch bringen. Aber einfach, damit ich das Ganze weiß, ob euch das interessiert oder nicht. Wenn nicht, bin ich euch auf jeden Fall auch nicht böse. Ich bin jetzt zum Beispiel selber auch nicht einer, der Road to Glories anschaut. Aber ich weiß, dass viele von euch das gerne machen. Und ich nehme das natürlich gerne auf. Aber anschauen ist auch nicht so unbedingt mein Ding. Deswegen stimmt oben rechts auf dem i ab. Ich denke mal, ich schaue dann einfach mal, wie viel Prozent das sehen wollen und wie viel Prozent nicht. Und werde das einfach ungefähr so abwägen. Und dann schaue ich mal, wie ich das Ganze machen werde. Also, ich hoffe, ihr habt jetzt alles verstanden. Ich glaube, die erste Folge war einfach so durcheinander, wie lange keine Folge mehr von mir. Und dann, vielen Dank fürs Zuschauen. Falls es euch gefallen hat, zum dritten Mal lasst ein Like da. Und dann bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.